Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 7 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um den Roman Hamnet gehen, der 2020 mehrfach preisgekrönt wurde. Das letzte Mal haben wir uns in Zentralasien befunden, in Afghanistan, in Usbekistan, in Nordindien. Und wir haben uns angeschaut, eine Autobiografie eines Kriegshelden um 1500 an der Wende vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, so wie man die Zeit damals immer beschreibt. Heute gehen wir nach England, circa fast 100 Jahre später, in die Zeit von Shakespeares. Und wir verlassen den Bereich der Autobiografie und wenden uns einem fiktionalen Werk zu, einem Roman, einer erfundenen Geschichte. Im Zentrum steht Shakespeares Frau und ihre Kinder. Und ich mag diesen Roman sehr. Ich bin aufmerksam geworden eben durch die Preise, die dieses Buch bekommen hat. Es ist ein wunderschöner Roman, wie ich finde, den es inzwischen auch auf Deutsch gibt, mit dem Titel Judith und Hamnet. Ich mag dieses Buch wohl auch deswegen, weil im Zentrum doch die Gestalt von Shakespeare steht. Jetzt nicht direkt, aber indirekt. Weil im Zentrum eine Frau steht, eine Mutter, die den Tod eines Kindes überleben muss. Und das ist wunderbar geschrieben, finde ich. Und deswegen möchte ich Ihnen diesen Roman vorstellen. Es ist einfach, macht eine Freude, ihn zu lesen. Er ist natürlich traurig, kann man sich vorstellen, bei dem Inhalt, den ich Ihnen gerade genannt habe. Zunächst etwas zu Maggie O'Farrell. Geboren wurde sie am 27. Mai 1972 in Nordirland. Bereits ihr erster Roman, After You'd Gone, 2000, hat einen Preis bekommen. Und dann The Hand That First Held Mine, 2010, wichtige britische, auch britische Literaturpreise. Sie wurde mehrmals auf die Liste der letzten Buchauswahl gestellt bei großen Preisen. Und ihre Erinnerungsbuch Ich bin, 7 Zusammenstöße mit dem Tod erreichte einen Top-Platz auf der Sunday Times Bestsellerliste. Wie gesagt, der Roman Hamnet hat Preise gewonnen. Ich bin aufmerksam geworden dadurch, dass er den Women's Prize for Fiction 2020 erhalten hat und dann den Fiction Prize in der 220 herausgegebenen National Book Critics Circle Awards. Der spätere Roman The Marriage, die Heirat, das Heiratsporträt, wurde auch 2023 wieder auf die Liste der besten Bücher gesetzt. Die Liste der Women's Prize for Fiction, da bin ich gerade dabei, das zu lesen. O'Farrell wurde geboren in Coleraine in Nordirland und dann wuchs sie in Wales und Schottland auf. Sie ist britisch sozialisiert, was sich auch auf ihren Lebenslauf ausgewirkt hat. Im Alter von 8 Jahren hat sie Enzephalitis bekommen und musste die Schule für ein Jahr verlassen, um zu genesen. Das beschreibt sie in ihrem Erinnerungsbuch. Ich bin. Dann kam sie an die University of Cambridge, wo sie englische Literatur studiert hat. Sie hat erzählt, dass es schwierig war, in Großbritannien, in Britain, als Irin aufzuwachsen in den 1990er Jahren, weil man über ihren ständig Witze gemacht hat, bösartige Witze, auch seitens der Lehrer. Zum Beispiel, wenn sie ihren Namen in der Schule buchstabieren musste, dann haben die
Lehrer so oft gesagt, oh, Sie stammen aus einer Familie der IRA. Ha, 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 ha. Das ist ungefähr so, wie wenn man einem vor einer versammelten Klasse von 12-Jährigen sagen würde, ah, dein Vater ist ein Terrorist. Und das als Lehrer. Was ja auch noch immer ein besonderes Gewicht hat. Das war überhaupt nicht lustig, sagt O'Farrell. Und sie sagt, man könnte hoffen, dass heute der Rassismus zurückgegangen ist, aber sie sagt, er ist wohl einfach weitergewandert von den Iren zu anderen Immigranten. Sie hat dann als Journalist gearbeitet in Hongkong, war für den Independent am Sonntag, Independent on Sunday in London tätig, hat Creative Writing an der University of Warwick in Coventry gelehrt und am Goldsmiths College in London. Sie hat in Irland, Wales, Schottland, Hongkong und Italien gelebt und lebt im Moment in Edinburgh. Viele ihrer Bücher sind preisgekrönt worden und sie wurden übersetzt in über 30 Sprachen. Sie ist eine richtige Bestseller-Autorin. Ihr Erinnerungsbuch, I Am, I Am, I Am, 17 Brushes with Death, erzählt von Nahtoderfahrungen, die ihr und ihren Kindern zugestoßen sind. Nicht chronologisch, aber jedes Kapitel ist überschrieben mit dem Teil des Körpers, der in dieser Nahtoderfahrung betroffen war. 2022 dann erschien eben The Marriage Portrait, das Heiratsporträt, was basiert auf der kurzen Lebenszeit von Lucrezia de' Medici, auch short gelistet für Women's Prize for Fiction. Sie hat zwei Bilderbücher auch geschrieben für Kinder, die auch bekannt sind und geliebt sind. Verheiratet ist sie mit einem Kollegen, William Sutcliffe, den sie als Studentin in Cambridge getroffen hat. Sie leben in Edinburgh mit ihren drei Kindern. Und Sutcliffe war immer ihr erster Leser, so sagt sie, und auch ihr kritischster. Hamlet wurde dann auch in einer Theaterproduktion 2023 im Royal Shakespeare Company Stage gezeigt, in dem neu eröffneten Swan Theatre in Stratford-upon-Avon. Das ist natürlich eine große Ehre. Und dieses Stück ging dann ins Garrick Theatre London im September 2023. Es soll auch verfilmt werden. Es hat wirklich eben viele Preise und viele Aufmerksamkeit bekommen. Also ich wiederhole nochmal, 2020 hat es gewonnen, Hamlet, den National Book Critics Circle, den Women's Prize for Fiction und den Dorky Literary Awards Novel Preis. Longlisted auf die Liste der auszuzeichneten Bücher kam es in dem Andrew Carnegie Medal und den Walter Scott Prize, also shortlisted sogar vom Walter Scott Prize, also hoch, hoch, hoch gelobt ist dieses Buch. Worum geht's? Diese 2020 erschienene Geschichte erzählt von William Shakespeares Sohn Hamlet, der 1596 gestorben ist und auf der Trauer, die die Eltern befällt nach seinem Tod. Hamlet ist der gleiche Name für Hamlet und von daher hat auch dieser Sohn die Aufmerksamkeit von O'Farrell erweckt. Genau. Es ist ein Buch, was einen wirklich bewegt,
Es zeichnet auch ein wunderbares Porträt des letzten, der letzten Jahre im 16. Jahrhundert, also nicht in der Stadt London, sondern auf der ländlichen Seite. Man riecht, wie das Brot gebacken wird in den Küchen. Man hört, so schreibt ein Kritiker, das Summen der Bienen, die von einem Honigkamm gestört werden. Im ganzen Buch wird der Name Shakespeare nicht erwähnt und dennoch ist er immer präsent. Shakespeare hatte ja mit seiner Frau 3 Kinder. Sie haben nicht lange zusammengelebt. Shakespeare ist dann nach London gegangen, um Geld zu verdienen. Und seinen Sohn Hamnet hat 1596 die Beulenpest erreicht und er ist daran gestorben. Es wird nun sehr anschaulich erzählt, wie diese Pest auch Stratford erreicht, nämlich über einen Floh, der auf einem Affen von Alexandria über einen Glasbläser nach Venedig kommt. Und der Roman 2020 war natürlich auch besonders aktuell, weil es ja damals die Covid-Epidemie gab und man das Thema einfach in aller Munde war. Shakespeare, ein junger Lateinlehrer, der kein Geld hat, verliebt sich in eine exzentrische junge Dame auf dem Lande, die auf dem Hof ihrer Eltern lebt und immer einen Falken auf ihrer Schulter trägt. Sie ist bekannt für ihre ungewöhnlichen Begabungen als Heiler. Sie versteht es, Pflanzen und Salben herzustellen, als jeder andere in ihrer Umgebung. Und sie übersiedeln dann nach Stratford. Sie wird Mutter und ihr Gatte geht nach London. Er ist ja etwas jünger, Shakespeare war etwas jünger. Sie wird in dem Buch übrigens Agnes genannt, was wohl ihr Originalname war und nicht Anne. Sie hat Zwillinge, unter anderem eine ältere Tochter und dann Zwillinge, Hamnet und Judith. Und die bekommen die Beulenpest. Und ist die Tochter Judith schwer erkrankt an dieser Geschichte, aber Hamnet, ihr Zwillingsbruder, legt sich zu ihr, um sie zu schützen, zu heilen. Und ihn ereilt dann diese Krankheit und er stirbt dran. Und zwar so schnell, dass die Mutter mit ihren ganzen Hilfsmitteln nichts mehr erreichen kann. Immer wieder auch beeindruckend ein Satz, eine Geschichte. Wenn der Ehemann stirbt, wird man Witwe. Wenn die Ehefrau stirbt, wird man Witwer. Aber wie nennt man jemanden, wenn man die Eltern verliert, wird man Waise. Aber wie nennt man jemanden, der ein Kind verloren hat? Dafür gibt es in der Sprache keinen Namen, keinen Begriff, weil es einfach so ein unaussprechliches Ereignis ist, so etwas, was man eigentlich kaum überleben kann. Und genau das schildert nun O'Farrell sehr eindrucksvoll in diesem Roman. Das war eigentlich ein ganz normaler Fall. 1596 an der Pest zu sterben, war alles andere als außergewöhnlich. Der Sohn war damals 11 Jahre alt. Und 4 Jahre später hat Shakespeare sein Stück Hamlet geschrieben. Und wie gesagt, der Name Hamnet und Hamlet ist identisch. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Figur Hamlet und Hamnet, seinem Sohn, ist umstritten, aber O'Farrell macht daraus wirklich einen sehr plausiblen Zusammenhang,
der sich lohnt, ihm nachzugehen. Sie hatte ja auch noch eine ältere Tochter von ihm, die Susanna. Und nun wird geschildert, wie sie in der Provinz lebt, wie zunächst Judith die typischen Symptome Fieber und Beulen im Hals bekommt, wie der Zwilling verzweifelt ist, wie Hamlet sich verzweifelt auf die Suche nach einem Arzt macht, der später erscheint, Stunden später mit der typischen Pestmaske und den dubiosen Rat gibt, eine getrocknete Kröte auf den Unterleib des Mädchens zu legen. Agnes versucht, das Kind mit Heilkräutern zu retten und all ihrer medizinischen Erfahrung. Das gelingt ihr nicht, aber es gelingt ihr, aber Judith stirbt nicht, aber dafür Hamlet. Ganz überraschend und ganz plötzlich. Und dann wird deutlich, dass der eine Zwilling sich oft für den anderen ausgegeben hat. Und es scheint so, als habe Hamlet den Platz an Judiths Seite eingenommen, um dem Tod einen Streich zu spielen. Er hat sozusagen den Tod auf sich genommen. Judith wird immer um ihren Bruder trauern. Der Vater kommt zu spät aus London, muss bald auch wieder abreisen, weil seine Theatertruppe auf ihn wartet. Und das führt das Ehepaar nun in eine tiefe Krise. Schließlich macht sich Agnes auf den Weg nach London und geht ins Theater ihres Mannes, in dem ein Stück aufgeführt wird mit dem Namen Hamlet. Und sie sieht sich dieses Stück an. Es kommt zu einer Begegnung zwischen den beiden Ehepartnern, die sich eigentlich über Jahre hinweg entfremdet haben. Ihr Lebensweg ist ein total unterschiedlicher geworden. Agnes mit ihren restlichen Kindern auf dem Land als Heilerin in einem Haus, das ihr der Mann auch finanziell ermöglicht hat. Und andererseits der erfolgsgewöhnte Autor in London. Und was da zwischen den Eheleuten passiert und was da mit Agnes, mit Anne passiert, als sie das Stück sieht, das ist doch sehr überraschend und sehr anrührend. Ich lese Ihnen deshalb auch und erzähle Ihnen auch nicht den Schluss der Geschichte. Aber ich fand es also sehr anrührend. Das ist ein sehr emotionsreicher Roman. Vielleicht ist er vielen Lesern auch etwas zu emotional, aber also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich kann ihn Ihnen nur empfehlen, Maggie O'Farrell, Hamlet.